Hey Alihopa, das hier ist Sprich mal Schwedisch und heute schauen wir uns Wörter an, die sehr viele Schweden falsch aussprechen. Das erste Wort für heute sprechen vor allem, glaube ich, viele Kinder falsch aus und ich finde, es ist aber sehr logisch. Das Wort ist Hamburgare. Hamburger, Hamburger. Und die Kinder, vor allem die Kinder, die sagen ja Hamburgare, also Handburger. Und man isst es ja auch mit der Hand. Und Kinder mögen ja mit den Händen essen. Und ein Hamburger ist ja quasi mehr oder weniger das einzige Gericht. Oder ja, nicht das einzige, aber es gibt nicht viele Gerichte, die man hier zum Beispiel Deutschland mit den Händen isst. Auch so Döner und Hamburger und so. Und Kinder, wie gesagt, mögen ja mit den Händen essen. Und deswegen ist das wohl entstanden, weil das ist das, was sie mit den Händen essen dürfen. Ein Handburger. Und ja, ich finde es einfach fantastisch logisch. Und wir sollten das Wort mal umbenennen in Handburger, wenn dann. Dann haben wir egentligen auf Schwedisch und das heißt ja so viel wie eigentlich. Und viele sagen egentligen. Und ich, ja, vor allem Kinder, aber ich habe auch schon mal, glaube ich, gehört, dass Erwachsene egentligen sagen. Und gerade bin ich mir nicht so sicher, ob ich das vielleicht auch ab und zu mache. Es könnte passieren. Egentligen. Es liegt einfach ein bisschen besser im Mund, egentligen zu sagen, statt egentligen. Aber so heißt es und so sollte man das auch aussprechen. Egentligen klingt ein bisschen kindisch. Also passt auf, egentligen heißt es. Und dann haben wir diesen Klassiker Detektiv. Und das heißt ja Detektiv auf Deutsch. Aber viele Schweden, vor allem Kinder, sagen Detektiv. Und ich denke, es ist wohl sowas wie ein Zungenbrecher für diese Leute. Irgendwie dann erst ein T zu sagen und dann noch eine Silbe mit T, aber ein K davor irgendwie. Und dann deswegen wird der Laut gedoppelt und dann sagt man Detektiv lieber als Detektiv. Das ist so meine Theorie. Ist auch egal, was ich denke oder warum das so ist. Ihr könntet aber Detektiv hören oder zu hören bekommen. Und das ist nicht so, wie man das aussprechen sollte. Also auch da aufpassen. Dann haben wir dieses Wort, das viele, viele Schweden, ich auch, falsch aussprechen. Wie viele Leute waren es? Aussprechen. So. Und das Wort ist Interview. Interview. Ne? Ganz einfach. Aber viele sagen, ich auch, ich glaube, die halbe Zeit sage ich das richtig und die halbe Zeit sage ich das nicht so richtig. Das Wort oder die Aussprache wäre dann Interview, weil das einfach einfacher ist. R auf Schwedisch, also R und J, I, die liegen ja ziemlich nah aneinander im Mund und deswegen sagen viele wahrscheinlich Review lieber als Interview, weil da dieses V dazwischen gequetscht wird. Das ist unnatürlich für uns auszusprechen wahrscheinlich. In manchen Dialekten ersetzt man sogar R mit J im Schwedischen und hat man einen Sprachfehler, also man kann kein R aussprechen, also R, dann sagt man entweder J oder was anderes. Also deswegen ist J ziemlich nah ein R im Mund, obwohl sie nicht gleich klingen. Und deswegen ist es einfacher, RI zu sagen statt RVI. Und deswegen sagen wir oft Interview statt Interview. So. Aber es ist quasi, ich glaube, es ist so gewöhnlich, dass es hier nicht unbedingt kindisch klingt. Aber wenn man richtig aussprechen will, dann soll man hier aufpassen. Besonders, wenn man es dann schreiben will, dass man das jetzt nicht verwechselt. Dann haben wir diesen süßen Fehler. Das Wort ist Zitationstecken. Also Zitatzeichen, sagt man das so? Gänsefüßchen? Ja. Anführungszeichen, so heißt es. Und
Viele sagen Situationstecken, fast dasselbe, aber nicht ganz. Und deswegen klingt es so ein bisschen süß, wenn man statt Situation Situation sagt. Auf Deutsch wäre das ja dann das Situationszeichen. Zitat ist ja auf Deutsch Zitat und nicht Situation. Und deswegen, es klingt ein bisschen süß einfach, aber es ist auf keinen Fall so, wie man das aussprechen sollte. Es ist auch nicht so gewöhnlich, dass es jetzt richtig klingen würde oder sowas. Und dann haben wir einen ziemlich gewöhnlichen, aber ernsten Fehler. Dator heißt Computer und das ist das Wort. Viele sagen aber Data. Data ist ja Data, ist ja Information, ist ja eigentlich was ganz anderes. Aber viele sagen Data zu Dator. Viele. Das ist nicht so gut, weil Data ja was ganz anderes bedeutet und man das schon für etwas verwendet. Und weil Data auch in der Informatik so vorhanden ist, gibt es ja auch manchmal einen Grund zu Verwirrung. Und manchmal weiß sogar ich nicht mehr, ob die zusammengesetzten Wörter mit Dator eigentlich sein sollten oder mit Data. Und ein sehr gewöhnliches Wort ist zum Beispiel Dataspel. Was eigentlich, also Videospiel oder Computerspiel, das sollte ja eigentlich Dataspel heißen. Aber viele sagen Dataspel und das ist so gewöhnlich, dass es für mich auch Sinn ergibt. Also ich würde Dataspel sagen, obwohl ich weiß, dass das alles nicht ganz richtig ist. Ne? Und es gibt viele solche Ausdrücke, wo man nicht, also ich nicht persönlich weiß, ist jetzt Dator oder Data gemeint. Und manchmal ist es auch nicht so ganz einfach, das zu unterscheiden, ob man hier einen Computer oder die Information meint. Und deswegen ist dieser Fehler so ernst, meiner Meinung nach. Also da aufpassen. Tut mir hier auch leid, dass das Licht so scheiße ist, aber es war so schön, dass ich jetzt kein Licht installiert habe und angemacht habe. Und dann wurde es plötzlich wolkig und sehr dunkel. Naja, was soll man machen? Dann haben wir Otminstone, was so viel wie zumindest heißt. Und viele sagen Otminstonde hier. Und das ist ziemlich gewöhnlich, aber dennoch nicht richtig. Ich glaube, es könnte sein, dass Leute da an Stond denken, also Ständer in vielerlei Hinsicht, das könnte sein, dass weil es, ja, es ähnelt sich irgendwie. Ich weiß, ich habe sonst keine andere Erklärung dafür und ist ja auch egal. Man sollte nur hier aufpassen, dass Otminstone ist das richtige Wort ist und Otminstonde nicht. Wir haben hier also kein D in dem Wort. Dann haben wir Omständle und das heißt schwierig oder umständlich auf Deutsch. Und viele sagen hier umständig. Und das heißt nichts. Also, okay, das Wort gab's mal. Es ist ausgestorben, würde ich sagen. Also, wenn jemand mich jetzt korrigieren mag, dann lass das sein. Aber umständig heute, 2018, bedeutet eigentlich nichts. Und ich denke nicht unbedingt, dass Leute das jetzt falsch sagen wegen dem alten Wort hier, sondern vielleicht eher wegen Umständigkeit. Das ist ein Wort, das wir immer noch haben und die ähneln sich ja ein bisschen. Und Umständigkeit heißt sowas wie Umstand oder Fall. Ja, also die ähneln sich und deswegen umständlich. Aber das Wort ist ja umständlich, also umständlich, auch auf Schwedisch. Dann haben wir Anledning und das heißt Grund. Also ich habe keinen Grund, etwas zu machen, also Anledning. Und viele sagen hier Anledning. Ich weiß auch nicht warum, aber vielleicht, weil wir andere Wörter haben, wie zum Beispiel Ande, Geist und And, Ente. Und an, das heißt atmen. Ich weiß nicht, ob das alles damit zu tun hat, aber Leute sagen Anledning und ich weiß nicht ganz warum. Ist aber nicht richtig. Es gibt kein D, beziehungsweise kein D am Anfang. Es gibt ja ein D später im Wort, aber
Hier, nach N gibt es kein D im Wort. Das heißt Anledning und nicht Andledning. Und dann haben wir einen sehr interessanten Ausdruck, das, ja, 99,99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 9